Hallo, herzlich willkommen. Ich möchte mal für all diejenigen, die jetzt so lange so rumjammern mit ihren Wasserstoffaktien und ja, habe ich es doch gewusst und gesagt und Verluste und so weiter, hier mal an mein Video erinnern vom 15. November 2019, also quasi fast 2 Jahre. Das hatte nichts, und das ist das Entscheidende, nichts mit der Firma Nel Asa zu tun, sondern die Tankstelle ist aufgrund von Da ging es hier um den kleinen Rücksetzer wegen der Tankstelle und so weiter, ne? Damals ging es runter von 9 auf quasi fast 5 Euro. Ja, und dann sozusagen ging es wieder rauf fast auf auch 8 Euro. Also sagen wir mal, wer damals eben investiert gewesen ist oder sich hier investiert hat, ja, zu dem Zeitpunkt hier, wo ich angefangen habe mit diesem Wert, der, tja, wenn wir jetzt mal ganz kurz schauen, wo jetzt gerade die Nel steht, ich glaube, weitaus höher als wie 9 Euro. Ich glaube, die steht so auf 12 Euro oder sowas, ne? Und natürlich hat sie sozusagen federn lassen, aber die Frage ist halt immer des Time Horizons. Ja, und wann steige ich ein und wann gehe ich raus? Steige ich genau dann ein, wenn es alle tun? Und ja, bin ich quasi so ein Herdentier, das hinterherläuft oder nicht?